Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Begrüßen möchte ich auch die beiden Cheftrainer Thomas Tuchel vom BVB und Niko Kovac von unserer Eintracht. Und wie immer in Frankfurt hat der Gast das erste Wort. Herr Tuchel, Ihr Statement bitte. Dankeschön. Niko, Glückwunsch und Glückwunsch an die Eintracht zum Sieg, zum verdienten Sieg. Mit so vielen Defiziten in unserem Spiel ist in der Bundesliga kein Auswärtsspiel zu holen. Und deshalb Gratulation. Niko, dein Statement? Ja, Thomas, danke dir vielmals. Es war heute ein Spiel, ja, wie man sich eigentlich erträumt. Gegen solch eine starke Mannschaft so eine gute Leistung hinzubringen, ist nicht einfach. Schafft man auch nicht alle Tage. Der Sieg ist hart erkämpft. Ja, man muss ganz klar sagen, dass der BVB so viel Kapazität hat. Allein die Auswechslung, wo drei Leute auf einen Schlag reinkommen, lässt einen erstarren. Und man hat auch gesehen, was für eine Qualität dann auch letztendlich Dembélé hat. Also, ich bin glücklich, ich bin stolz, muss ich ganz klar sagen. Ich habe das der Mannschaft auch gesagt. Das hat sie sich hart erarbeitet bis zum heutigen Tag. Und dafür gratuliere ich. Und ich wünsche mir, dass wir weiterhin so hart arbeiten, denn dann hat man auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass man solche Top-Mannschaften wie den BVB besiegen kann. Danke. Gibt es noch Fragen? Oben auf dem Podium Sonja Pahl, FFH. Herr Kovac, jetzt haben Sie ein Spitzenspiel gewonnen und Sie ahnen schon, was jetzt für eine Frage kommt. Wie schaffen Sie es jetzt, hier alle mit den Füßen auf dem Boden zu halten? Ich meine, Tabellenplatz 3 spricht für sich. Ja, aber ich bin ja Realist. Also ich habe es gestern gesagt bei der PK, alle können träumen. Ich werde nicht träumen, weil ich schon ein bisschen auch Bundesliga-Erfahrung als Spieler hatte und weiß, wie schnell das geht. Das, was der BVB uns voraus ist, über Jahre lang sind sie konstant. Wir sind letztes Jahr fast abgestiegen, jetzt sind wir da, wo wir sind. Das ist eine Momentaufnahme und ich will es auch nicht überbewerten. Und wir sollten alle vernünftig sein und nicht anfangen, jetzt zu fliegen. Frank Hellmann. Herr Tuchel, eine Frage an Sie. Sie wirken sehr verärgert, wenn man jetzt nochmal zurückguckt. Sie haben 1-0 gegen den FC Bayern gewonnen, waren Sie sehr zufrieden. Dann gab es dieses etwas schwer zu beurteilende Spiel gegen Legia Warschau, wo Sie die ganzen Defensivschwächen, Schwierigkeiten hatten, das zu erklären. Hat sich heute was fortgesetzt in puncto Lässigkeit, Lockerheit? Was sind die Defizite explizit? Technisch, taktisch, mental, Bereitschaft, komplett. Ein einziges Defizit, unsere Leistung. Von der Trainingswoche angefangen nach dem Champions-League-Spiel bis heute hier zur Leistung, von der ersten bis zur letzten Minute. Eine Leistung, die keinen einzigen Punkt verdient hat. Und zum wiederholten Male, unsere ganze Saison verläuft in einem ständigen Auf und Ab. Und es ist sehr unbefriedigend. Martin Quast, hinten auf dem Podium bei den Kameras. Thomas, in welchem Film ist man da unterwegs, wenn man die Mannschaft in der Pause einstellt und das Spiel beginnt und man kriegt das Gegentor noch nicht mal mehr mit und sieht auf einmal, es steht 0-1? Ich habe schon mitgekriegt, aber ich war mir ziemlich, also ich wollte keinen Beobachtungsfehler machen, aber die Art und Weise, wie wir aus der Kabine gegangen sind, hätte mich fast gewundert, wenn wir keins gekriegt hätten. Hier vorne der Kollege Christopher Michel. Herr Kovac, wie groß war die Überzeugung nach dem 1-1, das ja doch ein bisschen ein Nackenschlag war, man war eigentlich da ganz gut drin, da nochmal zurückzukommen und diesen Lucky Punch zu setzen? Ja gut, so ein 1-1 gegen den BVB ist nicht einfach zu verkraften, aber dass wir gleich praktisch im Gegenzug das 2-1 machen, das war schon gut. Wir haben, wie man ja auch gesehen hat, versucht gut zu stehen, die Räume eng zu machen und dann über die Konter dem BVB weh zu tun. Das ist uns das ein oder andere Mal gelungen, dass die Bälle dann, die wir dann aufs Tor bringen, ins Tor gehen, umso schöner. Aber wir mussten ja zittern noch. Also es war ja nicht so, dass wir jetzt das Ding locker runtergespielt haben. Man hat gesehen, dass der BVB da mächtig Druck gemacht hat. Und ja, zum Schluss hatten wir auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite mit dem Lattenkopfball. Aber ich nehme es gerne an, danke. Schönes Schlusswort. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nachhausefahrt, unseren Gästen aus Dortmund viel Glück in Madrid nächste Woche.